So, hallo und herzlich willkommen zurück zu der verbuggtesten Folge Astronia aller Zeiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Hilfe. Hallo Leute, wir sind die Strahlemann-Brüder. Und Manu, sein hallo. Inventar ist weg, ich muss es neu craften. Deswegen sehen wir uns wieder, wenn ich es gecraftet habe. Bis in 3 Stunden, Leute. Bis in 3 Stunden. Willst du einen tragbaren Sauerstoff bringen, Sie Bums? Ich benutze den eh nie. Ja klar, ich benutze den. Ich habe mich doch schon aufgerettet. Auch meine Batterie. Ich nehme erstmal einen Generator. Ja, fehlt noch eine. Ein Tank? Ja. Okay. Ich habe keine kleinen Batterien. Ich brauche eine, bitte. Ja, wir haben hier Lithium. Ja, stell dir welche her. Ja, gib mal. Da, stell dir welche in deinem Inventar her. Achso. Machen wir auch eine. So, okay. Hey Leute, willkommen zurück. Man braucht noch den Bohrer. Fertig! Ein Zink für eine kleine Anpassung? Oder eine große Anpassung, ja genau. Kannst du die herstellen? Große Anpassung. Ja, genau. Genau. Komm mit, wir suchen uns Ammonium. Ich hab doch einmal Ammonium mitgebracht, ist da am Schiff. Ich hab's nicht mehr. Du kannst Schrott auf der Oberfläche hertragen, wenn du willst. Ah, ja. Kannst du mit der Handelsstation ein bisschen was holen? Ich geh kurz in den Keller und such ein bisschen. Ja, das Problem war ja nur durch das ständige Neusteunen irgendwie hintereinander. Dürfen wir das halt nicht mehr machen. Müsst ihr immer warten, bis wir in der nächsten Session sind, bis ihr den Anzug erstmal seht. Ach ja, dadurch war das ja. Stimmt. So mega dumm. War aber auch ein cooler Anzug. Dafür hat sich's gelohnt. Weißt du, was das Schlimmste ist? Was denn? Wenn man bei dem Spiel alles auf Ultra stellen kann und es ändert nichts. Alter, sieht das hübsch aus auf Ultra hier. Holy shit. Das hat nichts geändert. Also von der Performance her gefühlt nicht, ne? Ja, ist jetzt Xbox Exclusive, 30 FPS. Ich hab alles auf Ultra, dann experimentell und sogar noch 4K. Ey, ich muss dazu sagen, dass die Xbox gerade die stärkste Konsole ist. Zur Verteidigung. Aber generell, Konsolenspiele einigen sich ja oft auf 30 FPS. 30, pff. Ja, mittlerweile meckern so viele Leute drüber, es wird nicht mehr lange so sein. Dass das überhaupt noch zur Diskussion steht, finde ich aber krass. Alter, wie krass ist das denn mit diesen Sporen hier? Wieso? Was machen die? Hier, die habe ich vorher nicht gesehen. Ach so. Ja, dann hat man doch ein unterschiedliches Erlebnis. Und die Performance leidet doch, glaube ich, ein bisschen unter den Sporen. Die Sporen sind irgendwie trotzdem da, obwohl ich runtergestellt habe. Naja. Hey Leute, Manu hat seinen Rucksack fertig, also seinen Bohrer wieder. Und ich muss mein Spiel gerade gleich neu starten. Ihr seht vielleicht, warum. Es ist so schrecklich. Also so schlimm war es noch nie. Seit ich an der Grafik einmal rumgestellt habe. Ich teleportiere mich immer nur einen Meter vorwärts. Ich habe keine flüssige Bewegung mehr. Oh. Ja. Nice. Sieht auf jeden Fall lustig aus. So, dann stecke ich mein geholtes Ammonium hier mal an. Und dann starte ich mal kurz neu... Okay, ich auch. Denn du verlierst wieder alles. Hör auf. Darfst das Spiel nie wieder neu starten. Ich habe auch Sachen umgestellt. Hast du die Sachen wenigstens vorher abgesteckt? Nee. Wenn jetzt irgendwas weg ist, mache ich alleine weiter. Ich kann mal wieder exakt dasselbe. Als ob, Alter. Also hast du dein zweites Inventar jetzt gelöscht durch denselben Fehler, weil du es wieder nicht gesichert hast. Ja, du kannst dir nichts für. Also sorry, ja, man denkt doch dran, wenn man einmal den Bug hatte, denkt man doch dran. Ich hab doch sogar extra gesagt, so während du rausgegangen bist. Da war ich schon raus. Naja, dann hast du halt kein Sauerstoffding mehr. Hey. Wo kommt denn mein Rucksack her? Der kommt einfach aus der Luft. Okay. Hey Leute, Manu hat ein zweites Mal sein Inventar verloren. ich hab mein Inventar nochmal gesichert. Auf jeden Fall mal... Ja, genau. Du bist schon im richtigen Kasten gewesen. Alter, wie viel Ammonium hast du geholt? Ein bisschen was. Alle Objekte hängen bei mir falsch. Hä? Um Gottes Willen, alle fliegen so ein bisschen in der Luft. Du hast doch gerade erst neu gestartet, oder nicht? Hilfe? Ich fasse nichts an, ich mache alles kaputt, glaube ich, beim Berühren. Ja, das ist noch Schrott. Ja, das ist noch nicht fertig. Ja. Ja, ich habe gerade eben neu gestartet, genau. Ja. Auf jeden Fall, Manu macht sich jetzt nochmal einen neuen Diabohrer. Und wir versuchen, die Planeten noch irgendwie fertig zu kriegen, so gut es geht. Da kannst du nochmal eine neue Batterie erstellen. Oder zwei. Mit unserem restlichen Lithium.
Ja, wir versuchen die Planeten fertig zu machen und dann ist das Projekt vorbei, so schnell es geht, weil ich habe auch selber keine Lust mehr. Die Performance sinkt mit jeder Folge. Alles verbuggt, wir verlieren die ganze Zeit unser Inventar. Ich sterbe, wenn ich einen Zentimeter wo runterfalle. Der Bug ist echt nice. Ja. Aber den gab es ja schon die ganze Zeit. Ja, das waren ja irgendwie die meisten meiner Tode. Und ja. Ja, ich habe zum Beispiel gerade... Ich sehe meinen Bohrer und meine Energieleiste gerade nicht. Die fliegen hier hinten in der Luft. Hä? Ja, ich kann aber hier in der Distanz draufklicken. Oder? Kann ich draufklicken? Nein, ich kann nicht mal draufklicken. Okay, ich lege mein Zeug nochmal ab und schalte nochmal neu. Das ist auf jeden Fall schön. Ihr seht schon, es gibt Probleme, aber ich breche das Projekt zumindest nicht ab. Wenn Manu irgendwann keinen Bock mehr hat, kann ich es verstehen. Solange ich mein Equipment wiederbekomme, aber es ist halt mega dumm, ne? Wenn du die ganze Zeit alles verlierst, weil alles wegglitscht. Ja, ist super dumm. Kann ich nur zustimmen. Ja, ich glaub, also wenn Manu weg wäre, dann wäre es eine Folge mit Supercut, wo ich alle Planeten mitten mache und dann guck, was passiert am Ende, aber... Wie viele Jahre willst du denn dafür brauchen? Ja, ich muss hier nur immer... Also wir haben den schwersten Planeten hier hinter uns. Wir haben zwei RTGs, die kann ich immer einpacken und mitnehmen auf jeden Planeten. Da sind diese Plattformen ja schon betrieben und dann halt runtergraben auf jedem Planeten. Nehme ich für jeden Planeten einen Traktor mit einem Bohrer vorne. Und den Bohrer nehme ich wieder mit am Ende. Wir haben kein Graphen, ne? Kann sein. Ein Schrott ist gleich zwei Graphit. Also auf jeden Fall, die restlichen Planeten sollten jetzt echt nicht mehr allzu lange sein. Ich wollte euch halt mehr Folgen gönnen, deswegen habe ich, keine Ahnung, wir haben drei Folgen bei Aatrox, glaube ich, verbracht. Aber ich kann es ja auch als so super schnell alles vorbei machen. Indem man einfach alle 6 Stunden einen Cut setzt. Genau. Hey, Leute, oh, guck mal, Planetenmitte. Hey, Leute, oh, guck mal, Planetenmitte. Hey, Leute. Ja, oder dass ich immer wieder sterbe oder fast sterbe, wenn ich aus einer Rakete aussteige. Ja, er meinte im Kommentar, das liegt daran, weil unter dir eine Höhle ist, aber auf jedem Planeten ist unter einem eine Höhle. Und warum betrifft es nur Manu? Ich bin ja auch eigentlich ein fremder Spieler auf dem Server. Der Laptop ist doch der Host. Ach, stimmt. Achso, ja, weil du in diesem Beifahrersitz bist, wahrscheinlich. Ja, ohne Heizung. Hey, ich habe meinen Bohrer wieder. Ey, stell dir das Spiel in VR vor. Das wäre mega nice. Also ohne Bugs. Stell dir alles in guter Performance. Ne, ernsthaft, mit den Händen dann diese ganzen Teile hier rumschieben, wird doch perfekt gehen. Ein Zink. Du bist der Zinktransporter. Ich bin beim letzten Mal mit dem... Achso, du hast nie erfahren, was mit dem Wasserstoff passiert ist, oder? Doch, hast du geschrieben. Hier? Explodiert. Achso, okay. Auf geht's. Bin drin. Ins Weltall. Hey, Leute. Sah das dumm aus. Was du meinst? Alles, was angesteckt war, ist einfach da geblieben und ich bin losgeflogen. Wenn es bei dir nicht so war, dann kann es ja nicht so sein. Ich bin noch zu Hause. Ja. Also, laut meiner Anzeige müsstest du noch zu Hause chillen. Oh, ja, jetzt. Ich schwebe in der Luft, habe ein paar Verpacker neben mir und die beiden Lager. Ich kann dir gerne mal ein Bild schicken. Alter. Ja, ja, gleich steigst du einfach aus. Ich hab nichts gedrückt, ne? Und jetzt bin ich alleine. Steig mal aus. Sicher? Ja. Nichts passiert. Passiert nichts. Ja, dann habe ich lieber, dass du das Spiel verlässt, dass ich die Rakete noch hab, weil bei mir ist alles da. Bist du nicht gelandet? Ich bin gelandet mit der Rakete, aber ich will nicht die Rakete dir überlassen. Ja, nee, sollst du auch nicht. Also, F bringt halt gar nichts. Ja, während des Spiels. Du weißt, was das heißt? Ja, dass dein Inventar weg ist. Also kann Manu nicht mehr mitspielen. Also, ich will nicht sagen, dass das Spiel unspielbar ist, aber... Es kommt es ist an die Grenze. Bist du draußen? Ja. Dann sollte ich ja aussteigen dürfen, ohne dass... Die Welt explodiert. Jo, da ist meine Rakete. Da ist eine alte Rakete. Heißt, bei dir ist alles verbuggt angezeigt, wird bei mir alles normal ist. Und es sich dann dreht. Ich join dir. Hat Manu irgendwie die Hälfte... Irgendwas stimmt da nicht von der Positionierung. Das Einzige, was ich berührt habe, ist die Taste F.
Alter, das ist der beste Bug der Welt. Wieso? Guckt mal, Leute, Mini-Manu. Oh, wie süß ist der denn? Bin ich da drin? Nein, du stehst hier einfach und glitscht ein bisschen rum. Ja, lol! Mini-Manu! Ich bin so klein! Hallo! Ich hab doch gesagt, ich wette, du bist auch in dem Lager geschrumpft, aber ich hätte nicht erwartet, dass lol. Es so rumpackt, dass... Guck mal, ich kann doch nicht mehr so hoch springen. Doch, ich kann so hoch springen. Wie schnell läufst cool. du da? Ui! Oh. Hallo, Mami! So ein kleiner, putziger Typ. Alter. Sind da der Rakete zwei RTGs bei dir dran? Achso, ja. Zieh mal den oberen bitte weg. Hab ich. Und steck ihn bitte wieder ran. Alter, der wird klein. Guck mal, in meiner Hand. Nee, bei mir nicht. Nicht? Nee. Ist wieder dran. Ich kann... Alter, bleib ich jetzt so? Wenn mich irgendwo reinsetzt, geht's bestimmt wieder. Eigentlich müssten wir einen Raketenflug überleben, dann würde es so wieder werden. Die arme Rakete. Ja, ich muss die mittragen. Ich habe Angst, die zu benutzen. Die ist so verbuggt gerade. Oh, das ist Ammonium. Oh. Ist das unser Krater? Keine Ahnung, ich brauche Ammonium. Ja, das ist unser Krater. Alter, es fühlt sich an, als wäre ich 10-mal schneller. Er muss aber ganz nah an dich ranzoomen. Fühlt sich noch schneller. Okay, noch ja. Ammonium. Ist nice. Ich kann nicht ranzoomen, er geht nicht. Achso. Ah ja, da, ich seh's. So, kannst du bitte alles von der Rakete abstecken und auf den Boden stellen? Ja, warte. Alter, das Rutschen. Ist ja mega cool. Als kleiner Fratz. Ach, wir haben hier ein Auto. Ist ja ultra praktisch. So, alles von der Rakete abstecken. Ja, alles oben zumindest. Die unteren Sachen sehe ich selber, aber die oberen sind bei mir unsichtbar in der Rakete drin. Naja, ist doch jetzt alles... Ah, nee, nicht ganz, ne? Ist alles ab? Ja. Außer der Sitz. Funktioniert's jetzt wieder? Ja, jetzt funktioniert's wieder. Ich habe alles einfach einmal abgesteckt. So, wir haben schon ultra viel Stuff dabei. Das ist ja super, super gut. Okay, das ist dann das Mal. Ah, ich setz mich in den Sitz rein. Warte. Pack den Sitz mal irgendwo anders hin. Und dann gehe ich rein. Guck mich an. Ja. Bereit? Ja. Ja. Yo, hä? Was? Warum bin ich hier? Wie, warum bist du hier? Ich hab mich weggeportet dabei, aber egal, ich bin wieder los. Ach, endlich. Ich kann mein Inventar nicht anklicken. Ja, ich funktioniere nicht. Ich kann den Stuhl gerade nicht mehr anklicken. Ja, ich kann gerade auch... Hallo? Ich glaube, das Spiel denkt noch, ich wäre im Stuhl. Alter, alles geht hier kaputt. Setz dich mal in ein Auto rein oder so. Ich bin einfach tot. Ich kann dann absolut nichts mehr drücken. Ja, ich kann mich umbringen. Ich kann mich in deinen Sitz reinsetzen, warte. Ah. What? Nee. Nichts. Aua. Hey, du bist ja im Sitz. Jetzt bin ich im Sitz und tot. Ich wusste doch, dass ich da noch drin bin. Auch gleichzeitig, wo ich gefahren bin. Jetzt kann ich ihn wieder bewegen. Ja, wir haben es gefixt. Ja. Kampf gegen das Spiel. Mir fehlt ein RTG. Ah, nee, da. Ach, krass, ey. Sind da noch irgendwo Forschungssachen an den Lagern dran bei dir? Solche nee. Blauen Kisten? Warum nicht? Warte, ich guck gleich. Ich muss gerade meine Sachen dran pappen. So, nee, hier dran, nicht an dem Lager. Hier an der Rakete. Ach so. Blaue Forschungsdinger. Ja, irgendwie ein Bohrer und sowas. Verpacker. So eingepackte Sachen, du weißt doch, wie die aussehen. Ja, nee, alles gut. Nur Hydrazin und eine Batterie. Ja, wo sind die? Hä? Ja, ich hatte Bohrer und Fahrzeuge und alles dran. Wo sind die? Ach so. Ja, keine Ahnung. Ja, die brauchen wir. Hänger, hier. Da sind die. Traktor, Bohrstöcke. Nein, da ist nichts. Eben, deswegen steck die bitte. Ach so. Also von dem Kasten. Ich sehe nichts. Ja, jetzt sehe ich sie. Alter, was ist denn los in der Matrix? Deswegen habe ich das falsche Lager auch rangesteckt, weil ich nie wusste. Aluminium ist ja auch noch. Mann, wie viel Kram. Was ist das da? Gott ist hier, cool. So. Kann man mitnehmen. Den Traktor brauchen wir nicht.
Den Hänger brauchen wir noch nicht. Ammonium. Das brauchen wir auch noch nicht. Packer kann da hoch. Die Batterie Ammonium. Hat, glaube ich, nur ihre Anzeige verloren, wenn ich es richtig sehe. So. Ach ja, jetzt müssen wir... Du hast mich doch nicht ausgesperrt? Nee, nee. Mein Lieblingsmanuel doch nicht. Zwei. Ja, wir müssen eine Station betreiben. Ja, aber doch. Ja, willst du wieder 10 Jahre Gemisch suchen? Ja. So, dann kommen sie rein. Okay. Ich bin drin, aber nicht drin. Na, fahr mal weg. Ich fahr ja scheinbar mit. Ja, willst du dich nicht lieber fixen, bevor ich jetzt hier rumfahre? Oder läufst du einfach mit? Dann lauf einfach mit. Ja, aber du kannst ja nichts machen. Ist doch Schwachsinn. Wir fahren direkt danach in die Erdmitte. Ja, ich müsste mich töten, dann wieder alles aufheben, dann aus- und einloggen. Du brauchst kein einziges Item. Naja, mein Equipment hätte ich ja trotzdem gerne, ne? Ich geh nochmal zurück und töte mich. Also. Wenn du jetzt aussteigst, stirbst du, ja. Nee, ich bin hier ausgestiegen. Ich war einfach dann tot. Vielleicht okay. Ist der Sitz verflucht? Das kann sein, ja. Was immer der Sitz ist, wo du stirbst. Aber glaube ich kein Ersatzsitz dabei. 2 Gemisch kostet ein Rover-Sitz. Ah, ich habe ein Gemisch dabei. Ja, dann. Nee, ich hab 2 Gemisch dabei, lol. Ja, ja, am kleinen Drucker. Und manuell eigenhands hergestellt. Ja. Hohe Qualität. Es geht. Ich sitze drin. Ich durfte fahren, zumindest schon mal, ohne dass ja. Du rausgefallen bist. Also das einzig Geile ist gerade noch, dass deine Stromspur oder so, ich kann es nicht mal definieren, die ist mit irgendwas ganz weit weg verbunden, auf einem anderen Planeten oder so. Sieht mega lustig aus. Und ein Luftkabel meinst du so? Nein. So ein Eisenkabel. Ich verstehe das nicht. Aber hier, guck mal, wir haben jetzt die schöne Weltraumtour. Jetzt müssen wir eine Rocket finden, so eine Basis finden. Ja, aber das schaffen wir ja locker. Ich denke auch, wir kursen einfach ein bisschen über den Mond. Was soll schon Schlimmes passieren? Oh, noch! Oh, da vorne ist einer. Echt nett? Ah, lol. Nee, der ist nicht groß. Da ist Gemisch überall. Geil. Scheiße, Manu, da kommt ein Berg, was soll ich tun? Oh! Nein! Ich sehe aber nichts. Ja, ah, ich auch nicht. Alter, ich sehe durch den Boden. Hui. Alles klar. Stückchen runter und Stückchen hoch. Hui. Als ob das so geht. Einfach Hallo. Schon da. Da, so. Ich steig aus. Ach, steig doch nicht aus, du bist der Bagger. Wir bauen einen Weg hoch. Ja, mach ich doch. So, und dann steck hinten an. Blup. Andersherum. Du hast gesagt, die Basis soll Strom ins Fahrzeug leiten. Ach so. Warum macht sie das nicht? Alter! What? Ja. Was ist denn für eine Lauchstation? Was ist Lauchstation? Ja, 2 RTGs, ich bitte dich. Ich glaube, einer hätte locker gereicht. Das ist halt das Schönste, wenn man die schwerste zuerst macht, ne? Ja. Alter, der Sound packt bei mir übel rum. Ja, bei mir auch. Immer wenn ich was abbaue. Naja, durch den Abbauen war's, der Bug. Ja. Schneller! Ihr scheiß Aliens! Euch töten wir auch noch! Hüpf doch nicht da drauf rum, Junge! Ich liebe das Risiko. Also ich bin auf jeden Fall schon mal dumm gewesen. Wir können gleich nochmal zurückfahren. Ah, Halt. Zink vergessen. Ich hab Zink dabei. Nee, Zink ist nicht das Problem. Hallo? Hallo. Ja, okay. Okay. Was denn? Was, Verpacker, damit wir das Zeug wieder mitnehmen können. Ach so. Das wäre echt nicht klug, Zombie. Die Heimat, sie wurde gefunden. Von unseren tapferen Heimat. Kriegern. Jetzt Probleme. Ohne Probleme. So, das war's mit der heutigen Folge Astronier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimmelmann.